Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War inzwischen im fünften Part. Und wir können den Bauernhof reparieren. Ja, sehr schön. Und ja, beim letzten Mal haben wir eine fette österreichische Armee besiegt, marschieren jetzt wieder auf Schlesien, während Preuße sich hoffentlich Prag schnappt, beziehungsweise die Österreicher beschäftigt. Ja, Preuße hat auch die Bayern vernichtet, das finde ich gut. Außerdem haben sie die Osmanen im letzten Part den Krieg erklärt und sie marschieren hier mit einer sehr großen Armee auf uns zu. Für osmanische Verhältnisse auch relativ gut. Die sind relativ vielen Israelis. Bisschen Kaff. Naja, gut, Mob. Ein paar Nahkämpfer. Das kommt hier hinten eigentlich noch an. Oh ja, Razan und so. Was ich allerdings gut finde, ist, dass der Osmane keine Artillerie dabei hat. Die wir leider auch nicht haben, aber naja. Gut, wir gehen auf jeden Fall mal eine Runde weiter. Österreicher geht echt wieder in unser Land. Da nicht gehofft, dass sich der Preuß darum kümmert. Ja, was nicht wirklich danach aussieht. Das war eine. Greift uns direkt an. Mit über 8000 Mann. Wir haben etwas mehr als 5000. Dann gehen wir mal in die Schlacht. Das wird auf jeden Fall ein großes Massensterben werden. Ich bin aber dennoch recht optimistisch, dass wir gewinnen. Auch wenn wir auch nicht gerade die absolute mega tolle Armee haben. Aber naja, es sollte eigentlich reichen. Auch wenn der Osmane 3000 Mann mehr hat als wir. Was, wir haben ein Fort? Das ist ja toll. Das Problem ist bloß, ich will überhaupt nicht in ein Fort campen. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. Aber auch wir meine Einheit. Irgendwo steht das ja übertrieben toll. Die Frage ist, von wo der Osman jetzt kommt. Ja, egal. Ist trotzdem kein Problem, im Fort zu campen. Das zwängt uns eher ein. Statt dass es uns hilft, hier so zack. Der Kaffee mal noch irgendwie zusammen. Ich denke, hier wird auch eine Gruppe sein. Dann mal gucken. Ah, geil. Der ist natürlich auf einer anderen Seite. Ja, auf dem Hügel. Das heißt, wir dürfen jetzt hier. Laufen. Ja, die Pioniere sollten vielleicht die Flagge beobachten. Beobachten. Als doch irgendwie eine feindliche Einheit meint, durchkommen zu müssen. Also, Kaff stellt sich mal dahin. Mit General stellt sich dahin. Und zwei Einheiten da sind, das Mane von längst dort. Das sehe ich jetzt nicht sonderlich gut. Eieiei. Durch dieses Chaos hier werden wir viel mehr Verluste haben, als wir haben sollten. Wir werden das Ganze hier auch mal anders machen. Hier marschiert hier hin. Schneller, zack. Und ihr. So hin marschiert.
Nein, doch eher so. Jetzt sollte ich immer ein bisschen schneller rennen. Hier solltet vielleicht auch mal so stehen. Kaff. Halt mal so lang. Ich will das eh nach ganz hinten rennt. So, hier geht's nicht. Oh, ihr rennt mal so. Bleibt erstmal stehen. Ah, ich schieße mir nicht mal auf den Osman. War auch eher schlecht als recht bis jetzt. Ah, ich fand seinen als Nahkämpfer zu haben. Na, zumindest ein Teil. Leibwache General. So, das ist unsere Leibwache. Sollte man vielleicht mal wieder die eine Linie zurückführen. Die sollten wir mehr aus den Nahkämpfer schießen. Oh, jetzt hier als nächster Instanz. Ah, das ist schön. Ah, das ist sehr schön. Freut uns doch. Hier sind wir auch in Nahkampf gezwungen worden. Da will unsere eigene Einheit schon fast fliehen. Kein Wunder, wenn hier in den Rücken geschossen wird. Mal ausfächern. Was passiert? Unser General wurde umgebracht, das ist natürlich ganz große Klasse. Zu blöd ist hier rauszukommen, na gut, dann kann jetzt hier auch weiterkämpfen. Ich habe das Pförtnerhaus verloren. Dafür, dass man hier echt reinkommen und kämpfen. Ja, sieht alles ziemlich schlecht ganz aus. Hier darf unser Kaff mal aufräumen. Rechte Flagge haben wir eine Massenpanik. Verlinkt die sein hier ganz gut für uns aus. Da fliegen Großteil der Osmanen. Die drei Einheiten nimmt immer ein bisschen so. Zack. Das werden wir da hinten verfolgen. Hier schießen wir auf die Israelis. Die hinten zusammen gesehen halt echt einfach eher Nahkampf überrennen. Oder überrannt haben. Weil sie wissen, dass sie im Fernkampf einfach keine Chance haben. Ich glaube, ich auch mal so einen schnitzen lassen. So, der Kaffee-Reis weiß man auch nicht so genau. Wird ja nicht ein paar Smart zur Bank bringen. Hat so wirklich geklappt. Dann ziehen wir uns mal nochmal zurück. Da kommt tatsächlich das Mann, die erobern wollen bei Israelis. Was haben wir denn hier? Ein paar Basisbesuch, die sich fangen. Gralsleibwache kann man jetzt noch weiter verfolgen. Also das Mann hier ganz gut zusammengeschossen. Unser Lied sollte vielleicht auch rechtzeitig stehen. Na, das wird ziemlich eng. Na, kommt schon. Umdrehen, ja, anlegen vielleicht noch. Sollte den Schwundbeier nicht aussetzen, los geht's. Und dann mal ab in den Nahkampf. Ansonsten sollte das machen, ihr bald mal. Die Niederschlagen sich ganz gut.
unser Kaffee so macht, weiß man nicht so genau. Ich hole auf jeden Fall eine Miliz wieder. Ich darf sich mal hier hinstellen. Kraft darf dann immer wieder ein bisschen kämpfen. Ah, hier werden unsere Linieninfanterie wieder in den Nahkampf gezwungen. Jetzt sind ja auch hier mal Spundbajonett auf. Ziehen zu den zwei Einheiten. Stellen wir mal so hin. Dass die noch weiterhin reinschießen können. Ah, hier ist unsere Einheit schon genommen. Ist nicht so geil. Sonst beginniere hier. Naja, schlagen sich halbwegs ordentlich. Generalsleitwache hier. Das muss natürlich wieder angreifen. Das Problem ist halt auch, dass die ganzen Osmanen einfach wieder zurückkommen. Das Miliz steht sich hier oben ganz gut. Ja, ich befürchte allerdings, dass die Schlacht verlieren. Da fliegen wieder ein paar Osmanen, aber die sind halt immer wieder nur gebrochen. Und nicht erschüttert, aber das ist halt so ein bisschen unser Problem. Hier unser Kampf weiter. Die Semeni. Hier sollte man unsere Miliz. Jetzt soll die Infanterie hier gesellen. Unsere Linie von wieder zu mitgehalten. Da kommt die eigentliche Leitbare des Generals. Vom Kritisi Mini. Auch schwer ist nicht, die Leitbahn des Generals feuern. Kommt halt da angreifen. Nicht die Basis beschubst. Ah. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Hier nochmal längere Linien aufstellen. Das ist jetzt schneller. Ist das so Linien tatsächlich die verloren? Wollen Schwundbeine nicht aufsetzen. Es gibt immer noch Leibwache des Generals verbissen. Sehr zuversichtlich, ja, leider weiterhin zuversichtlich hier. Aber das ist eigentlich ganz gut. Hier wird nochmal eine dieser Elis zurückgeschlagen, naja. Aber das ist dann jetzt nicht zu töten. Ist auch nur ich selbst. Der wird sich generell nicht einen Mann verloren. Unsere Miliz auch mal einschwenken. Einheit Linieninfanterie darf einschwenken. Der Kraft steht jetzt auch mehr rum, als zu kämpfen. Wir lösen noch Informationen auf, dann geht es ein bisschen besser. Und schon Leute, die sie mies entflanken. Das Mal ist bei der Flagge, das ist jetzt nicht so gut. Ich werde gerade von der Miliz wieder zurück. Naja. Die Miliz darf ich nochmal hier aufstellen. Hier haben wir die Linieninfanterie noch. Ist das die Miliz, die das Ding drauf hat? Ja, ich glaube ja. Mhm. Also ein Nahkampf für euch. Kann schon klappen, dass die Miliz endlich mal zum Fliegen. Sind sie gebrochen. Zerfüttert, sehr gut. Vielleicht weiter auf die Basis bei Jobs. Hier wanken unsere Leute. Weil das vielleicht was Generals an der Seite ist. Erstmal unsere Miliz jetzt auf sofort drauf schießen.
Nein, sieht der weitere Linie von drüben von uns. Dieser Rede schießt ein bisschen. Wie soll das hier auch nicht so aufstellen? Ja, wir verlieren die Schlacht auf alle Fälle. Die Legionäre werden auch bei und beiden Seiten inzwischen attackiert. Hier schießen wir noch ein bisschen zurück. Es werden aber auch schon in den Nahkampf gezwungen. Und ja, die Masse überrennt definitiv die Klasse in diesem Fall hier. Da wanken wir auch schon. Sonst was. Jetzt haben wir mal gewonnen. Unser Kaff darf jetzt ruhig mal den General töten. Das wäre ganz gut. Ist auch definitiv verloren hier. Schnappert das Wesen noch den feindlichen General. Hier waren auch unsere ganzen Einheiten. Die können die Flurry jetzt auch nicht halten, die kommen da gleich mehr durch. Sich in alle Richtungen verteidigen, sind am Banken. Die Infanterie sind am Banken. Was macht unser Kaffee? Den fand ich mineral oder sowas. Ja. Halbwegs. Zum Miet steht inzwischen, kann schießen. Schieß mal lieber auf die hier. Ja, eher schlecht als recht. Kann ich General töten, ja. Kann ich auch nicht, dass wir jetzt umdrehen auf den General schießen. 6 Sekunden haben wir die Stadt verloren. Was sollten wir hier von linken Flanke ziemlich gut standhalten. Letztendlich war es die miese Aufstellung, weil wir auf der falschen Seite erst waren. Und dann auch noch die Masse natürlich. Sehen wir die Schlacht verloren haben. Aber wir sind eigentlich in der Lage getötet. Ja, immerhin haben wir das noch geschafft. Und es war eine glorreiche Niederlage. Wir haben alle Mann verloren, der Gegner nicht mal die Hälfte, nur 3021 Mann. Wir hätten am meisten gefehlt. Tatsächlich die Pioniere. Interessant. Schweden, die Anforderung, ja. Aha. Mir aus. Ich glaube, das Ost muss ich mal ein bisschen mehr gegen den Osmanen einsetzt. Denn ist auf jeden Fall eine russische Armee. Weil allein schaffen wir es auf keinen Fall. Ja, du wolltest zerstört. Mhm. Vernichtet Fraktion, vernichtet die feindlichen Provinzen. Ah, das gleiche Kabinett wird bestätigt. Franzose räumt die dann schnell auf. Und Hessen ist entstanden. Okay.
Ja, wir können Schlesien erobern. Müssen dann aber doch eher zurück und die Österreich jetzt vernichten. Ja, sprechen wir mal. Mal den hier. Wie im 436. Oh Mann. Übertreib halt. So, hier. Bin mal voll verstärken. Hier Truppen rekrutieren. Auch in Litauen. Das ist die Frage. Will das mal vielleicht Frieden, damit wir uns erstmal weiter auf den Österreicher konzentrieren können? Frieden anbieten, Einzelkommen anbieten. Nein, will der Österreicher dann vielleicht Frieden? Hatte meinen wir noch Feinde? Ja, der Österreicher macht Frieden mit uns. Gut. Dann können wir uns ganz auf den Osmanen konzentrieren. Aber ich denke, das werden wir dann im nächsten Part sehen, wenn wir vielleicht nochmal die Forschung sehen, ja. Naja, stimmt, wir haben natürlich auch eine Schule verloren, das ist nicht schön. Aber gut, wir sehen das im nächsten Part. Bis dahin, ciao!